Zeug zu verkaufen. Ja, ja, wir haben so ein Verbindungsstück dazwischen, das reicht schon vollkommen aus. Ah. Ah. Hallo ihr Lieben. Hallo zusammen. Neues aus der Werkstatt heute wieder. Machen wir da ganz anderes. Von hier. Von wem hier? Wir haben verputzt, guck mal. Wir haben die Wände neu verputzt. Alles ist da. Hier ist sogar noch feucht. Da ziehst du noch oben raus, da kommen noch neue Leitungen gelegt. Also haben das alles schön verputzt, das wird jetzt noch gestrichen. Ja, mit so einem blauen Streifen. Muss man immer mal streichen, verputzen, immer in Ordnung halten. Also die Bude immer wieder auf dem neuesten Stand bringen. Ja, aber wir sind noch nicht weit, noch nicht fertig. Da vorne fehlt noch das Schild. Ja, hier liegen noch die Kabel. Da. Ja, ist auch kein Strom drauf. Ja, es gibt viel zu tun, ne? Fangt schon mal an. Warten wir es ab, ne? Genau. Das ist jetzt gerade fertig geworden. Wie gesagt, da ist noch feucht. Mal eine Woche warten, dann wird es gestrichen und dann machen wir den Boden, streichen wir jetzt hier nochmal neu. Also ist immer was zu tun. Aber wir sind ja nicht hier, um unsere Werkstatt vorzustellen, sondern wir sind da, um ein bisschen was von Autos zu erzählen. So Autos? Da war doch was. Was mit Autos. Also das ist der Hans Jung. Und der ist... Und du bist wieder faul, ne? Holger! Holger! So, okay, auf jeden Fall haben wir hier... Wieso steht da eigentlich nur H? Warum steht da eigentlich da kein P? Wegen HP oder was? Holger Peter Pasch. Ja, Rufname ist ja Holger. Der andere Name ist auch, aber der Holger Peter. Peter Pan, ne? Peter Pan! So erzähle ich das nicht von der Kamera. Da ist so ein Running Gag. Der ist bei uns beiden. Ich habe den Jürgen mal nachts angerufen, dann war er so ein bisschen besoffen, was ja auch ab und zu mal passiert. Moment. Ich erzähle es jetzt noch. Moment, das bisschen nimmst du zurück. Sag ich, hallo, hier ist doch. Das bisschen nimmst du zurück. Hier ist doch Holger Peter Pasch. Er sagt, oh, HP, wie Peter Pan. Ne? Okay, ja. Also Golf. Genug gelacht. Golf vom Baujahr 96, 55 kW, 1,6 Liter. Baujahr 96. Bist du ja schon geboren? Ich weiß nicht. Boah, 96, überleg mal. Ja, keine Ahnung. Das ist echt unglaublich. Auf jeden Jedenfalls Fall, steht das Auto hier falsch. Warum? Hier Geräusche, Tor 3. Ja. Kundin sagt, sie hätten Geräusche an ihrem Wagen. Ja, kaum zu lokalisieren. Weil da Flaschen rumliegen. Nee, Quatsch. Ja. Also, das Auto hat gelaufen. Also, er hat erst 99.000 gelaufen. Bist du sicher, dass der Tacho nicht dreimal rum ist? Nee, das ist ein Digitaltacho. 99.000 hat er erst gelaufen. Ja. Einmal durch die Waschstraße sieht er wieder schön aus. Ja. Das sieht Delle auch raus, ne? Einmal durch die Waschstraße. Da machst du mit dem Bügeleisen, gehst du einmal drüber. Geräusche. Ja, aber mal. 99, ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie 200.000 oder 300.000 Kilometer gelaufen. Ja, jawohl. Da lohnt sich ja jede Reparatur noch. Boah. Das ist doch vom Feind. Sie sagt auf jeden Fall, sie hat ein Geräusch und das, wenn man... Boah! Holger, mach aus! Also ein Geräusch, das sich so anhört und aus dieser Richtung kommt. Ah, erzähle ich kurz, habe ich schon gehabt bei mir vor der Tür. Ja. Kommt ein Kunde, sagt, ich habe ein Geräusch. Ich sage, da würde ich keinen Meter mit fahren mit dem Auto. Meinen Sie nicht bis nach Hause? Ich sage, nein. Er sagt, riskiere ich. Fährt vom Hof, fährt vorwärts, paf, steht er. Zahnriemen gerissen. Maschine kaputt. Zahnriemen gerissen. Es war ja nicht so, dass ich ihn nicht gewarnt hätte, ne? Also, pass auf. Hei, 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 das ist aber heftig hier. Pass auf, ich lasse nochmal ganz... Oh, guck dir an, wie kommen die schon drin? Ah, die Wasserpumpe hängt da ein bisschen schief. Pass auf, ich starte noch einmal ganz kurz. Ist gut, Holger, ist gut. Konntest du was sehen, Patrick? Hör mal. der Zahnriemen, ne? Guck mal hier. Ach du Scheiße. Patrick, guck mal hier rein. Dass der Zahnriemen nicht schon längst 5 Zähne übergesprungen ist oder 10 Ach, oder 20. Nee, ne? Ach du Scheiße, den darfst du gar nicht mehr starten. Den kannst du nur schieben, sonst ist er hin. Ja, die Jungs haben mich auch vorhin reingeschoben. Das hat zu sein, Grund. Aber da ist die doch dicht, die Wasserpumpe. Also hier läuft Wasser raus, ne? Oh Gott, ey, das ist aber nicht ausgemacht worden. Da unten ist alles nass. Hat ein bisschen Spiel. Hier ist aber noch Wasser drin. Hör mal, dass der überhaupt noch gelaufen ist, das ist ein Wunder. Der Zahnring, der ist so lose hier drin.
Leck mich an die Füße. Also hier gibt's nur, kannst du nur noch schieben. Ne? Ja, aber immer ehrlich, ehrlich. Also das ist doch Wahnsinn, dass du überhaupt bis hier hingefahren. Also solche Geräusche sind schon auffällig, ne? Oh, guck dir das an. Wow. Ganz leichtes Spiel. Ja gut, und du klebst ein bisschen Kaltmetall rein, neues so, jetzt Lager. Kommt das Problem, ne? Wenn wir jetzt, wir lassen uns auf gar keinen Fall mehr laufen, wir schieben ihn jetzt raus, aber der reißt uns jetzt, ist die Maschine kaputt und dann müssen der Kundin sagen, die Maschine ist kaputt. Ich bin nur noch zu Ihnen gefahren, hat nur ein bisschen Geräusche gemacht. Genau das. Wir sollten aber prüfen, ob die Geräusche hat. Naja. Okay, ja, okay, dann machen wir so kann jetzt, auch gehen, ne? Kann jetzt ein Angebot. Also ich finde, der hat keine 100.000 gelaufen, da lohnt sich die Reparatur noch auf jeden Fall. Klar, von der Seite sieht er noch gut aus, also hier ist kein Kratzer. Ja, guck, dann steigst du mal von der rechten Seite aus. Von der Beifahrerseite aus. Ja, steigst du mal von der Beifahrerseite aus. Ich würde das machen lassen. Das würde mich stören, so ein Knick da drin. Und dann sieht er wieder hübsch aus. Der hat sonst nichts. Der hat Hängerkupplung, alles dran. Sogar Hängerkupplung, kannst du also mit auch einen Anhänger mit einem Wohnwagen in Urlaub fahren. Kleinen Eifelland. Cool. Ja. Gut, spreche mit der Kundin. Schön. Auf jeden Fall Schlüssel stecke ich jetzt hier bei mir in die Tasche. Damit da keiner mit losfährt. Damit keiner mit losfährt. Der Nächste sagt, komm, ich setze den eben raus. Starte. Ja, gucken wir mal hinten bei dem Honda. Ja. Jetzt machen wir die in eigener Sache. Jürgen ist gerade nicht da. Zu anderen Sachen am Schrauben. Fabuka-App. Schaut euch die mal an, die Fabuka-App. Ist nur für Mechatroniker. Mega Sache. Ist an Autodata angebunden. Schaut euch das an. Es gibt ein Erklärvideo dazu. Wir brauchen es täglich. Das können wir nur empfehlen. Deswegen machen wir auch so gerne dafür Werbung oder besser gesagt eine Ansage. Zweite Ansage ist, wir sind bei KS Autoglas im Autoglaszentrum in Hennef. Adresse haben wir hier auch hier unten eingeblendet. Wir sind von 11 bis 12.30 Uhr da am 27.04.2019. Also jetzt am Samstag sind wir da. Autogrammstunde, könnt ihr uns ein bisschen anfassen. Also wir sind so anderthalb, zwei Stunden da. Haben wir ein paar Tasten dabei, können wir unterschreiben. Kommt einfach vorbei, da haben wir wirklich schon ein bisschen Zeit. Also in diesem normalen Wahnsinnsalltag hier. Wir freuen uns, kommt zahlreich. Gute Zeit, bis dann. So, ich weiß gar nicht, warum die immer alle über VW schimpfen, ne? Ja, es gibt Autos, da kann man auch drüber schimpfen. Da ist ja immer so viel. VW macht, ist so, so, haben so viele in der Werkstatt. VWs gehen so viel kaputt und ja. Und gut, Mercedes hat ihre Dinge. Marktanteile hier in Deutschland. Ja, ne? BMW gehen oft kaputt. Aber guck doch mal, hier drüben haben wir dann zum Beispiel da ein Renault stehen. Ne? Ja, die gehen auch kaputt. Ja, die gehen auch kaputt. Aber um das mal so ein bisschen zu entmachten, dieses Gerücht. Guck einfach mal, hier ist ein Honda CRV von Baujahr 2009, 122.000 Kilometer gelaufen und der Wagen ist reingekommen, weil er zu heiß wird. Dann denkt man natürlich erstmal, okay, Thermostat und etwas, da haben wir den Wagen warm laufen lassen. Ja, und tatsächlich wird der einfach zu heiß. Jetzt könnte man hier denken, oh, Autos, die eine Gasanlage haben, warum werden die zu heiß? Kann ja schon mal, ne? Die werden ja heißer. Heißere Verbrennung durch das Gas. Zumindest in der Verbrennung, ja. Ja. Aber trotzdem bleibt der Motor in der gleichen Temperatur, wie als wenn er auf Benzin läuft. Dann hat er vorne zwei Lüftermotoren drin, zwei elektrische Lüftermotoren. Da denkt man natürlich auch, also wenn einer kaputt geht, ja, ne? Aber dann direkt beide? Sollen beide kaputt gehen? Das kann ja gar nicht sein. Eigentlich nicht. Eigentlich ist das nicht möglich. Nee. So. Eigentlich. Eigentlich. Aber das Wort eigentlich gibt es ja eigentlich also, nicht. Lüftermotoren vorne drin, weil wenn man normal fährt, wird ja die Luft geht hier vorne durch den Kühler durch. Kleiner, großer Wasserkreislauf haben wir ja schon oft erklärt. Das Wasser strömt hier durch. Die Luft, die Fahrluft zieht hier durch, kühlt das Wasser ab und das kühlt weiter den Motor. So ist der Kreislauf. Wenn man den Wagen, wenn man sich jetzt bleibst du mit dem Auto stehen an der Ampel. Genau. Dann, da ist keine Fahrtluft mehr. Dann haben wir einen Lüfter. Dann hat er vor allen Dingen zwei Lüfter, weil er auch noch eine Klimaanlage hat. Und mit der Klimaanlage geht er, guck mal so rein, mit der Klimaanlage ist ein Lüfter und der andere Lüfter ist für den normalen Motorgebrauch, je nachdem wie es programmiert ist. Okay. Jetzt haben wir die einfach mal. Das gibt's nicht. Es geht jetzt, funktioniert er jetzt. Jetzt hängt er. Ja, aber wie? Guck mal. Ja, mal den. Dann schauen wir drauf, ob er schneller wird. Das ist ja keine Drehzahl. Der muss ja rauschen wie verrückt. Aber als wir ihn getestet haben, ging er gar nicht. So, und jetzt habt ihr den hier hingeschmissen und bewegt.
Der läuft nur in die eine Richtung und nicht in die andere Richtung. Muss ich umdrehen? Nee, gar nicht mehr. Jetzt geht er nicht mehr. Jetzt geht er nicht mehr. Ich stelle mal um. Das ist ja dann auch gemein. Dann testest du das. Warte. Hast du? Aber hast du gesehen, wie lang es denn auch gedreht hat? Ja, ja. So machen wir. Das sag ich ja. Ja, jetzt geht nichts mehr. Schmeiß. Da jetzt! Pass auf, pass auf, pass auf. Der bleibt hängen. Der bleibt hängen. So, pass auf, jetzt schiebe ich ihn an. Guck. Den muss man anschieben. Aber das ist auch kein Problem. Wenn ich anhalte an der Ampel, steige ich aus, schmeiß den an und dann läuft er. Das ist der eine Lüfter. Der andere Lüfter, das ist, der hat eine kleinere Stufe drin. Das heißt, hier der Lüfter hat noch einen Vorwiderstand rein. Das heißt, die 12 Volt Spannungsversorgung kommen hier rein, werden hier reduziert und kommen dann hier auf dieser anderen Seite raus. Und dadurch läuft er auf einer kleinen Stufe langsamer. Wo habe ich denn die zwei Spitzen hingetan? Was so? Ah, hier. Da wollte ich mal in das Kabel reinstecken. Pass auf, ich gehe mal hier auf die Seite. Ja, komm, dann kann der Patrick das hier besser sehen, wenn wir so gehen. Gibst du mal Plus und Minus drauf? Ja, habe ich. So. Guck mal, wenn wir hier hinten direkt dran gehen, geht gar nichts. So, dann stechen wir mal einfach hier in die Kabel rein. Hast du Saft drauf? Ja. Ja, Saft ist drauf. Hoppla. Saft ist drauf. Und wie Sie sehen? Nee, da geht gar nichts. Sie sehen nichts. Ist ja laufen. Nee, da geht gar beide nicht. Tot. Also habe ich gedacht, wäre vielleicht der Widerstand nur hin. Nee. Ja. Nee. Gut, und da zweifle ich natürlich als Elektriker, wenn ich da dran gehe und prüfe das, denke, ja gut, ist einer kaputt, aber beide kaputt ist sehr unwahrscheinlich. Ja, und dann mache ich beide raus, mache beide neu und geht wieder. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass Honda keine guten Autos baut und dass Honda ein Problemauto ist. Aber die machen auch so Sachen. Aber die passieren eben auch Sachen, die nicht so ganz laufen. Ne? Wo die anderen sagen würden, ja, bei VW ist das klar, dass so, immer kaputt. Und von wegen Originalteile, ne? Hier hergestellt von der Firma Denso und der auch hergestellt von der Firma Denso. Da sind wir wieder bei dem Thema. Was sind Original, was ist nicht Original? Denso stellt eben für Honda Erstausrüstungsteile, ja. Ja. Also. Nippon Denso. Jeck, ne? Gut. Schön. Guck mal, wieder bei anderen Wagen. Na klar. Wir haben ein Auto, ein Skoda. Skoda Roomster, ne? Genau. Mit viel Raum. Da soll was klappern. Klappern? Ja, da klappert was. Das sind die Kinder mit Spielzeug. Die da drin sitzen. Ja, die wollen irgendwie in Urlaub fahren morgen. Baujahr 2009. Ich habe eine Maschine drin. Ein 51 kW und 1,2 Liter. Ja. Boah, okay. Klappern. Ich würde sagen, wir tun erstmal die Sitze raus. Geh mal her. Ja, sonst kannst du gar nicht mitfahren. Ja. Sonst kann ich im Kindersitz mitfahren. Ist doch klar, der klappert. Ich so lange hin. So, die wollen auf jeden Fall morgen irgendwie in Urlaub fahren und haben jetzt Angst. Ich meine, also die drei Kinder. Auch schön. Wo sitzt der Mann hinten? Im Kofferraum oder was? Ach so, ja, der will und ja bestimmt Frau auch im Kofferraum. Pass auf, lass uns. Ja. Ja, stell einfach mal nach vorne. Ich stell das hier vorne hin. Ich würde sagen, komm ab in den Kinderwagen. Hier kannst du in den Kindersitz gehen. Nee, komm, ich mach dir auf der anderen Seite Platz. Patrick meine ich. Da, noch einer. Nee. Hau ab. Super. Ja, so ist das. Oh. So ist das, so ein ganz kleines Baby die noch. Die scheinen alle noch klein zu sein. Ja, ne? Das ist schön. Mhm. Mhm. Opa. Da. Du bist ja Opa, ne? Du bist ja auch Dreifacher, ne? Oder? Ja, Fünffacher. 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 Liebe kleine Kinder. Ja? Ja, wenn sie bei anderen Leuten aus dem Fenster gucken. So, okay, dann würde ich sagen, fahren wir mal und dann gucken wir mal, ob wir ein Geräusch hören. Oh, die hat aber drauf gehalten, oder? Ja, irgendwie so manche Menschen. Ne? Achtung, Fahrrad. Bei dem habe ich auch drauf gehalten. Entschuldigung, kann das sein, dass der in die falsche Richtung fährt? Weißt du, fährst du denn um mit seinem Kartoffelsack da hinten drauf, du?
Unglaublich. Da fährst du kaputt. Ja, aber die Fahrradfahrer dürfen auf beiden Seiten fahren. Nein. Wieso nicht? Die dürfen nur in Fahrtrichtung fahren. Wer sagt das denn? Ja, ich. Ach so. Ich kenne dann so, dass die überall fahren. Ja, du bist auch so einer, oder was? Ne? Ich fahre ja kein Fahrrad. Der Uwe, guck mal. Guck mal, der Uwe. Da hält dein Arm, das ist der Uwe. Dafür gibt es ja auf der anderen Seite auch noch einen Fahrradweg. Ja, ja, du musst immer mit der... Nein. Junge, Junge, du bist auch... Ey, du. Was hast du gesagt? So, pst, klappern. Hat man denn Gebiss fest? Ja, ich höre mal. Ist dein Gebiss. So, jetzt fahren wir hier unsere Teststrecke. Alte Kölner Straße. Pflastergesteinigen. Ich höre jetzt nicht direkt was klappern. Geräusche hinten. Komm, lass uns den mal auf der Bühne tun. Gucken wir mal von unten. Klappern hinten? Wir hatten ein Auto jetzt von einem Kunden, Audi A3. Gucken hinten, klappern. Beide Federn gebrochen, rechts und links, lag ein Stück Federn drin. Der fährt ein paar Tage mit dem Auto, sagt, ich habe immer noch ein Klappern hinten. Kommt wieder, liegt so ein dicker Stein drin. Nee. Ja, original, so wie ich hier sitze. Wir sind bald vom Glauben abgekommen. Da lag ein Stein dran. Ein Stein, ein dicker Stein. Und zuerst hatten wir zwei Federn gebrochen, wo die Federstücke dann auch drin lagen. Nichts Heftiges. Nee, wir heben den mal hoch und gucken mal von unten. Dann lass doch mal auf den Stoßdämpferprüfstand fahren. Vielleicht macht der da was. Fahren wir erstmal auf den Stoßdämpferprüfstand, vielleicht hören wir ja da irgendwas. Bitte schön. Guck mal, fährt der Fahrradfahrer in die richtige Richtung? Nee, auch in die falsche Richtung. Die sind alle bekloppt hier, weißt du? Das ist ja nicht normal. Ja. Ja, aber du fährst da raus. Ja. Achtest nach links, weil die Radfahrer aus der Richtung kommen? Nee, da kommt plötzlich einer aus der anderen Richtung. Ich gucke in alle Richtungen. So, und dann Kartoffelsäcke da drauf. Also, da sind die ganzen Kartoffeln kaputt und sowas. Die schönen Kartoffeln. Da kannst du dann ein Kartoffelpüree draus machen. Mhm. Unfassbar. So, jetzt fahren wir direkt mal auf den Stoßdämpferprüfstand. Da steht der Schäfer, sollen wir den umfahren? Der zuckt nicht mal weg, ja. Nee, der hat gedacht, ich würde den nicht umfahren wollen. So, jetzt fahren wir direkt mal die Hinterachse auf die Stoßdämpferprüfstand drauf, bleiben einfach mal drin sitzen. So, jetzt stehen wir drauf, Motor aus. Psst. Linke Seite, ne? Ja, ich mach das mal links. Ja, Klingelingelingeling ist da drin. Mal gucken, ob der gleiche Geräusch recht macht. Da ist das Klapperwort immer. Aber hörst du das? Das. Gluck, 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 gluck. Ja. Ja, ich höre das. Das helle Geräusch ist nicht das Problem. Das helle Geräusch ist ein Glas oder eine Flasche, die hinten ist. Also, dann machen wir mal den Stoßdämpferprüfstand auf die Frequenz, schalten wir den mal ein. Wir haben jetzt einen Stoßdämpferprüfstand, den können wir auf Frequenzen einstellen. Das heißt, dass genau auf diese Frequenz jetzt zum Schluss hatten wir ja so ein lauteres Bock, 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 Bock. Dann hören wir uns jetzt mal an. Dieses helle Klappern, denke ich, kommt hier eher hinten aus dem Kofferraum irgendwo raus. Hier liegen ja natürlich auch einige Sachen drin rum. Oh, drehen wir mal den Schlüssel. Räderwechsel macht man selber. So, wir stellen nochmal die Frequenz ein. Hallo. So, Achsdämpferprüfung, Geräuschsuche.
So, das war jetzt hinten rechts. Das ist jetzt hinten rechts. Motor rechts ein. So, jetzt fängt er hinten an zu vibrieren. Jetzt kann ich hier die Frequenz höher stellen. Aber so nichts, ne? Hast du da was gemacht? War es gerade lauter, ne? Ja, es war auch ein anderes Geräusch, was dazu kam. Kommt aus dem Stoßdämpfer raus, meine ich. Ich mache mal beide Seiten an. Aus dem Stoßdämpfer? Ja. Mal links und rechts an. Aber von der Leistung waren die Stoßdämpfer in Ordnung, ne? Ich setz dich mal rein, Junge, und kannst du da mal die Frequenz verändern? Machst du einfach mit den grünen Pfeilen da oben. Mach mal zu. Hey, Junge! Mit der Maus. Das ist das rechte Schwarze, ist die Maus, weißt du? Und da hast du einen Pfeil und damit kannst du das verändern. Und da oben sind so grüne Knöpfe. Ja. Genau. Nee, da oben, im Bild. Mach mal, drück mal auf OK. So, und oben im Bild sind so. Ja, ich sehe sie. Ja, dann schalt noch mal ein. Unten steht jetzt Motor links und rechts ein und einschalten. So, andere Seite auch einschalten. Wunderbar. Und jetzt oben kannst du die Frequenz verändern. Ja, rechts habe ich da was. Lass mich schon mal raus hier. Auf der rechten Seite hast du was? Ja, rechts Seite habe ich was, ja. Und? Ja, hier. Fühl mal den Stoßdämpfer da. Merkst du das? Ja. Im Stoßdämpfer drin. Im Stoßdämpfer, ja. Im Stoßdämpfer drin. Ja. Mach mal nochmal an. Rechts ein, links ein. Mein Vergleich zur anderen Seite. Das hört sich an wie im Stoßdämpfer. Im Stoßdämpfer, ja. Da. Ja. Ja. Ja, das passt auch dann dazu, ne? Ja, komm, dann tun wir nochmal eben auf die Bühne drauf, gucken uns das von unten nochmal an, ob wir dann nicht dann noch irgendwie einen Federbruch haben. Du musst nochmal links, rechts, außen einschalten. Ich hab's jetzt auch mit vorne ausgemacht. Ist auch super. Fahren wir mal auf die Bühne und dann schauen wir nochmal. Ja, so ein Geräuschfindung mit dem Stoßdämpferprüfstand ist schon super. Da kann man wirklich, weil man dann die einzelnen Frequenzen da genau einstellen kann, kann man wirklich genau an den Punkt kommen, wo das Geräusch ist. Weil ansonsten hat man überhaupt gar keine Chance, einen Fehler zu finden. Das ist fast unmöglich. Na hier. Ja, ich habe noch keinen Spiegel oben hängen. Ja, ja. Nach mir. So, geht? Ja, ja, fahr noch ein Stück vor, dann bist du richtig drauf. Ja, passt. Und wenn man da so schön die Frequenz reinfinden kann,
kommt das Geräusch wohl scheinbar wirklich aus dem Stoßdämpfer raus. Und ja, da schauen wir jetzt mal, ob wir nicht noch irgendein anderes Problem haben mit der Dingsfest, mit der Feder oder irgendwas sowas. Wir können nicht höher. Mein Bein kann nicht höher. Meine aber schon, guck mal. Meins geht nicht höher. Das ist auch mit deinem Knie. Ja, ja. Oh wei, Jürgen. Wird dir jetzt schwindelig da oben? Ja, nee, kannst du mir eine Schutzbrille geben, bevor ich runterspringe? Höhenangst, ne? Das Mitfahren auf den Hebebühnen ist berufsgenossenschaftlich nicht gestattet. Ja, aber nur für Mitarbeiter, Chefs dürfen das. Ja. Weil wir sind ja nicht über die Berufsgenossenschaft versichert, weißt du? Keine Zusatzunfallversicherung, dann ist das nicht so schlimm. Also es kommt hier aus diesem Dämpfer raus. Ja, die Federn sind jedenfalls ganz. Ja. Ja, die Federn sind ganz. Gerne brechen die Federn dann hier unten an einer Stelle weg. Das machen die sehr gerne. Aber das ist Stoßdämpfer. Ziemlich eindeutig, also wenn das Ding vibriert hier, ja, und du fasst den an, spürst du, dass das, ja, genau, Schoß ist. Dann machen wir der Kunde jetzt ein Angebot. Ich meine, wenn die ganze Familie fährt, drei Kinder. Ja, die sollen sicher wieder nach Hause kommen. Die zahlen unsere Rente. Ja. Kannst du die Werbung? Okay. Gut, ihr Lieben, dann machen wir jetzt ein Angebot und dann ist das... Ich bin auch beruhigt, im Osterurlaub fahren. Ja, und du bist auch beruhigt, Opa, ne? Ja, jeden Fall. Du bist auch beruhigt, ne? Genau, ganz wichtig, kleine Kinder sind ganz wichtig. Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut. Bis nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, ne? Daumen hoch, wie ihr möchtet, und Kommentare reinschreiben. Macht's gut. Gute Zeug. Wir gehen jetzt. Gute Zeug, sag ich. Gute Zeit. Bis dann. Kein Bier trinken, ne? Ist noch nicht die Uhrzeit, ne? Nein. 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 Oder?